Habt ihr dieses Markenlogo schon einmal gesehen? Falls nicht, dann helfe ich euch kurz auf die Sprünge. Das ist die Firma NIO. Die bauen unter anderem auch Autos seit 2014. 2018 kam ein erstes großes SUV nach Europa, nicht nach Deutschland, sondern nach Skandinavien. Und 2022 kam eine erste große luxuriöse Limousine mit dem NIO ET7 zu uns. Und heute steht sozusagen der dritte Streich, denn es gab dann nochmal ein SUV, EL7 genannt. Und jetzt steht hier mit dem NIO ET5 sozusagen der kleine Bruder des ET7. Das ist natürlich ein wirklich sehr wichtiges Segment, denn in diesem Segment tummeln sich unter anderem natürlich harte Mitbewerber, wie etwa das Tesla Model 3 Performance, das hier dem entgegensteht. Unter anderem auch der BMW i4 M50 oder ein Hyundai Ioniq 6 und demnächst mit auf den Markt kommend der Volkswagen ID.7. Das sind alles Mittelklasse-Limousinen, die in ihrer Ausrichtung stets etwas anders sind. Beim Tesla, ganz klar, das ist sozusagen das Altbewährte, der Pionier, der hier die Elektromobilität auch bei uns vorangebracht hat und auch das meistverkaufte Fahrzeug überhaupt hierzulande ist, bietet hier einen über 80 Kilowattstunden fassenden Antriebsakku, über 510 PS Leistung und das Ganze bereits zu einem Einstiegspreis von unter 55.000 Euro. Der BMW i4 M50, auch etwas neuer, bereits ungefähr ein Jahr hier auf dem Markt erhältlich, hat auch einen über 83 Kilowattstunden fassenden Antriebsakku, 540 PS und der spielt natürlich die Karte des Sportlichen aus, wie man es von der bayerischen Marke gewohnt ist. Volkswagen kommt ganz frisch auf den Markt mit dem ID.7. Erst gerade veröffentlicht, wie das Fahrzeug wirklich aussieht, streckt er sich am längsten, fast 5 Meter ist er lang. Und hier hat der NIO ET7 ein bisschen das Nachsehen, der ist lediglich 4,79 Meter lang. Der Hyundai Ioniq 6, auch das ein Fahrzeug, das sehr bekannt ist, vor allem für seine Ladeperformance mit dem 800-Volt-System, ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Klasse besitzt. Und heute schauen wir uns natürlich hier das chinesische Modell NIO ET5 an. Wie schon eingangs erwähnt, 4,79 Meter ist die Karosserie lang. Sehr kurze Überhänge an Front und Heck lassen ihn ebenso dynamisch und kompakt wirken, ob der großen Ausmaße, die das Fahrzeug mit sich schleppt. Die Front sehr dynamisch mit diesen LED-Tagverlichtern oben, den Hauptscheinwerfern unten. Dann aerodynamisch gestylt mit dieser Karosserie, mit dem nach hinten abfallenden Dachlinie. 0,24 der CW-Wert, der hier angegeben ist. Unser NIO ET5, den wir hier fahren, hat den großen Akku, 100 Kilowattstunden. Groß ist er. Oder aber wahlweise erhält sich auch eine kleine Variante, 75 Kilowattstunden. Wenn wir uns das Fahrzeug anschauen, ich persönlich finde es richtig schick. Mir gefällt da die Optik, sportlich, dynamisch, eine tiefe Position hier des Greenhouses, also echt schön nach unten so ein bisschen umgesetzt, hat auch so ein bisschen Porsche-Style, wenn man sich das Heck vor allem anschaut, hier mit dieser durchgängigen Lichtleiste, das erinnert mich stark unter anderem an Porsche, aber schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Das Fahrzeug hat leider trotz vermeintlich großer Kofferraumklappe lediglich einen wirklichen Kofferraumdeckel und wenn der geöffnet ist, dann ist auch das Kofferraumvolumen mit unter 400 Litern sehr, sehr gering. Man hat zwar die Möglichkeit, die Ladefläche zu erweitern mit einer umlegbaren Rücksitzbank im Verhältnis 2/3, 1/3. Die Platzverhältnisse im Innenraum sind allerdings auch nicht sonderlich großzügig bemessen, im Gegensatz zum ET7, der luxuriösen Platz im Fond bietet. Hier der Boden erhöht durch das Akkupaket, die Knie angewinkelt, Kniefreiheit ist gut, Kopffreiheit auch eher etwas eingeschränkt, aber nichtsdestotrotz für meine Größe völlig ausreichend. Jetzt würde ich aber sagen, wir werfen den Blick in den Innenraum, was sich da so tut und was da den ET5 besonders hervorhebt. Der Innenraum des NIO ET5 präsentiert sich sehr aufgeräumt, sehr schick, zudem auch vegan im Innenraum. Wir haben hier auch recycelte Kunststoffe, die sich hier sowohl an diesen schwarzen Elementen hier zwischendrin zeigen, aber auch in der Mittelkonsole. Hier ist ein anderes Material verwendet als beispielsweise beim ET7, der da Rattan-Stoff hat. Hier haben wir wirklich einen recycelten Kunststoff.
den wir auch hier sehen, so ein bisschen Mondlandschaft, ähnliche Struktur. Dann haben wir natürlich das große zentrale Media-Display hier untergebracht, 12,8 Zoll AMO-LED-Display, um genau zu sein. Das ist das zentrale Bedienelement auch hier für das Fahrzeug. Hier steuern wir nämlich unter anderem nicht nur Ladeanschluss oder Heckklappe zu öffnen, sondern wir nehmen hier auch die komplette Sitzposition vor oder aber die Bedienung. Lenkrad, Außenspiegel können hier eingestellt werden und feinjustiert dann am Lenkrad mit den jeweiligen Tasten. Die Klimatisierung hat zwei Zonen, die Sitze, Heizung, Lüftung und auch eine nette Massagefunktion, die wirklich gut ist und auch hier echt für schöne Entspannung bei der Langstreckenfahrt sorgt. Langstreckenfahrt ist auch das nächste Thema, denn der NIO ET5 bietet allerlei Assistenzsysteme. Wir haben am Dach auch drei Huckel sitzen. Da sitzt unter anderem ein großer LIDAR-Sensor für den sehr weiten Bereich von über 500 Meter zum Abscannen. Wir haben Ultraschallsensoren, Radarsensoren und diverse Kameras, die dann auch ermöglichen sollen, dass der NIO ET5 in etwas fernerer Zukunft dann auch voll autonom unterwegs sein kann. Hier über dem Display, da sitzt auch eine kleine Dame mit dem Namen Nomi. Das ist eine künstliche Intelligenz, mit der man dann auch kommunizieren kann. Sie ist der so Sprachassistent hier für dieses Fahrzeug. Hey Nomi! Hey! Wie geht's dir? Danke fürs Fragen. Alles gut hier. Ihr geht's gut, mir geht's gut und euch hoffentlich auch. Ist natürlich eine kleine Spielerei, aber die Dame kostet 600 Euro Aufpreis. Wollt ihr die nicht haben, dann ist es eigentlich eine kleine flache Ebene und es sieht so ein bisschen aus wie so ein Amazon-Sprachassistent, der dann da drinnen ist. Hinter dem Dreispeichenlenkrad hier sitzt ein 10 Zoll Display. Das bietet eine gute Anzeigevielfalt während der Fahrt. Wirkliche Einstellmöglichkeiten gibt es hier allerdings nicht. Das Ganze ist sozusagen fest vorkonfiguriert. Das Lenkrad selber bietet hier zwei Tastenfelder, die entsprechende Funktionen übernehmen, wie wir gerade schon gesehen haben, unter anderem Lenkradeinstellung oder eben die Außenspiegeleinstellungen. Ich sitze hier persönlich wirklich gut auf den sehr breit ausgeformten Sitzen. Sitzseitenhalt bieten sie eher wenig. Integrierte Kopfstütze hier in die Rückenlehne, aber das ist vielleicht auch eher jetzt eine komfortable Sitzposition. Dynamisch ist sie eher weniger. Die Frage ist aber, wie dynamisch ist der ET5 denn eigentlich auf der Straße? Und deswegen machen wir jetzt noch eine kleine Ausfahrt mit ihm und ich hoffe, ihr seid noch dabei. Während der Kunde die Möglichkeit hat, zwischen zwei Batteriegrößen, 75 Kilowattstunden oder 100 Kilowattstunden, zu wählen, kann er das beim Antrieb nicht. Es gibt stets zwei Elektromaschinen, eine an der Vorderachse, 150 kW stark, eine an der Hinterachse mit 210 kW. Zusammen haben wir dann somit eine Leistung von 360 kW, 700 Newtonmeter. Das reicht aus, um im Sport-Plus-Modus von 0 auf 100 in 4 Sekunden zu beschleunigen und stets auf der Autobahn eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern zu erreichen. Der ET5 soll im Modellprogramm das eher sportliche Fahrzeug sein. Deswegen haben wir hier auch eine eher straffe Fahrwerksauslegung hier mit den optionalen 20 Zoll Rädern, die wir hier montiert haben. Das Fahrzeug federt an und für sich im Alltag sehr, sehr gut. Lediglich kurze Stöße werden dann eher mal direkter an die Insassen hier weitergereicht. Was mir gut gefällt, im Gegensatz zum ET7 ist hier die Lenkung etwas gefühlintensiver. Das heißt, wir haben etwas mehr Rückmeldung von der Straße. Das Fahrzeug lässt sich schöner dirigieren und natürlich durch die straffe Fahrwerksabstimmung lässt es sich auch durch eine oder auf einer kurvigen Landstraße sehr, sehr schön hier dynamisch bewegen, auch durch den tiefen Schwerpunkt. Das Fahrzeug wiegt übrigens mindestens 2140 Kilo. Fahrassistenten ist auch so ein Thema, das sollte man natürlich hier erwähnen. Wir können den
Nomi-Pilot hier einmal mit Tastendruck aktivieren. Dann wird auch die Spurführung automatisch übernommen. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man hier einen assistierten Spurwechsel auf der Autobahn vornimmt. Das Fahrzeug bremst auch automatisch hier mit der adaptiven Abstandsregelung auf 0. Wie wir auch sehen, wird der komplette Verkehr hier angezeigt im Display. Etwas schade finde ich, dass die Verkehrszeichenanzeige leider nicht oftmals den Ist-Zustand widerspiegelt, denn beispielsweise 50 Stundenkilometer herrschen hier nicht. Wir hatten jetzt hier beispielsweise 60 km/h. All das sind noch so kleine Feinabstimmungen, die NIO hier vornehmen sollte oder auch muss, damit das Fahrzeug dann vielleicht sogar in fernerer Zukunft vollautonom unterwegs sein kann. Wir fahren jetzt aber zum Fazit und da habe ich noch eine kleine Besonderheit für euch. Bis gleich. Ich bin hier an einer Batteriewechselstation mit dem NIO ET5. Gerade wird hier eine neue Batterie eingebaut und das ist echt cool. Man kann hier mit leerer Batterie herfahren, kann die Batterie wechseln lassen und innerhalb von 6 Minuten sind wir wieder startklar und können wieder auf die Piste fahren mit einer mindestens 90% gefüllten Batterie. Die werden hier in der Wechselstation vorgehalten, werden im optimalen Betriebsfenster geladen, geprüft und dann eben in die Fahrzeuge eingebaut nach vorheriger Buchung über das Navigationssystem. Und das ist auch der Unterschied, einen NIO ET5, den könnt ihr ohne Batterie oder mit Batterie kaufen. Wenn ihr ihn ohne Batterie kauft, kostet er 47.500 Euro. Die kleine Batterie kostet 12.000 Euro, die große 21.000 Euro. Wenn ihr die aber gekauft habt, könnt ihr so eine Batterie-Swap-Station leider nicht nutzen. Wenn ihr sie mietet für 169 Euro oder 289 Euro, die große Batterie, dann könnt ihr die auch einmal nutzen. Zweimal ist sogar der Wechsel umsonst, lediglich die Stromkosten, die müsst ihr dann noch bezahlen. Ich muss heute Gott sei Dank nichts bezahlen wegen der Testfahrt. Nichtsdestotrotz finde ich die Sache relativ cool, denn so werden die Akkus geschont, werden länger eingesetzt und natürlich auch hier ressourcenschonend ganz sozusagen geladen und entladen, damit das Fahrzeug auch wieder ready ist. Ich glaube, Nomi meldet sich jetzt auch gleich, dass das Fahrzeug hier wieder ready ist. Die Batterie ist eingebaut und jetzt fährt quasi das System hier gleich nur noch einmal hoch und dann kann ich auch schon wieder mit einem frischen Akkupaket hier auf das Ende meiner Testfahrt gehen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Reinklicken. Hoffe, ihr könnt das Video gerne noch liken, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei UBI Tested zu einem neuen Video. Danke, tschüss und Servus, euer UBI.